Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich dir mal ein bisschen was zeigen, wie man das WLAN deutlich verbessern kann auf seiner Fritzbox, indem man einfach so ein paar Punkte mal beobachtet, einstellt, ändert, seine Umgebung anpasst und das bewirkt schon einige Wunder, denn es passieren häufig viele, viele Fehler. Das Video teile ich so ein bisschen auf. Einmal der Anfang jetzt, ich zeige es euch einfach, was man grundlegend machen kann. Da wir hier einen sehr technischen Kanal eigentlich sind oder ein sehr technischer Kanal sind, gehe ich dann im Ende vom Video mal ein bisschen tiefer ins Detail, warum das so ist. Also wer dann noch mehr wissen will, warum, wieso, weshalb, weswegen, der bleibt dann einfach dran. Also, wie immer üblich, ich schalte einfach mal um und bin schon auf meiner Fritzbox hier drauf. Grundsätzlich muss auch der normale Laie erstmal verstehen, was sich in dem Punkt hier auf der Fritzbox, ne, wenn ihr die mal erreichen wollt, in den meisten Fällen erreicht ihr die einfach, indem ihr in den Browser eingebt, Fritz.box. Dann habt ihr euer Passwort, entweder es steht unterm Router drunter oder ihr kennt euer Passwort vielleicht. Und dann kann man sich ganz normal hier einloggen und so sieht die Oberfläche dann aus. Ich mache das Fenster mal ein bisschen größer. Dann habt ihr auch alles im Überblick. So, ansonsten geht ihr dann bitte auf den Punkt WLAN und Funkkanal und dann scheint euch schon auch, oder jetzt bekommt ihr auch schon diesen kleinen Graphen hier angezeigt. Dieser Graph hier bedeutet, was ist denn momentan, ganz wichtig, hier oben steht ja der kleine Reiter 2,4 Gigahertz, was ist auf eurem Kanal, wo ihr momentan mit eurem WLAN unterwegs seid, so los? Grün bedeutet, was sendet eure Fritzbox? Und blau heißt einfach nur, was sind fremde Signale auf diesem Kanal? Das kann auch die Fritzbox von eurem Nachbarn oben drüber, unten drunter oder wie auch immer überall sein. Wenn der auf eurem Kanal sendet, ist schlecht, weil der stört euer Signal, macht euer Signal. Langsam ist jetzt falsch, aber einfach ausgedrückt, ja, so ist es erstmal. Deswegen kommen wir zur nächsten Grafik und das ist die hier unten steht. Und daran kann man schon mal erkennen, auf welchem Kanal die eigene Fritzbox arbeitet. In meinem Falle jetzt hier auch grün markiert auf Kanal 6. Und das passiert automatisch von der Fritzbox selber, da komme ich jetzt gleich zu. Grund, weil auf diesen Kanal, also auf Kanal 6, der überlappend bis von 4 bis 8 arbeitet, hat was von Bandbreite zu tun. Hat halt da den geringsten Widerstand, beziehungsweise da arbeiten die wenigsten WLANs bei mir hier in der Nähe. Also ist die Einstellung jetzt erstmal schon mal grundsätzlich richtig. Kommen wir mal zu den Einstellungen, was ihr vielleicht kontrollieren solltet. Auf eurer Fritzbox sollten die Einstellungen in etwa, es kann mal sein, dass bei einer etwas älteren Fritzbox das ein bisschen anders aussieht, aber grundsätzlich sieht es genauso aus. Wählt einfach Autokanal aus. Ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, man kann zwar den Kanal selber auswählen, aber die Fritzbox ist da schon selber ganz gut drin, den Kanal richtig zu wählen, wo und auf welchem Kanal gesendet und empfangen werden soll. Sie wählt wirklich den Platz aus, wo am wenigsten los ist. Und das zählt nicht nur fürs 2,4 GHz WLAN, sondern eben auch fürs 5 GHz. Ihr seht ja, da ist hier bei mir relativ wenig los. Und ich bin hier ganz einsam und frei auf dem Kanal 116 und bin überlappend von 116 bis 128 von der Bandbreite her arbeitet mein WLAN-Signal. Deswegen, aber trotzdem viel wichtiger ist ja eigentlich das 2,4 GHz WLAN und deswegen müsste man hier auch ganz dringend auf das Autokanal wechseln. So, einmal zum Grundsätzlichen, warum ist 2,4 GHz besser in Anführungszeichen als 5 GHz. 2,4 GHz hat einfach mehr Reichweite. Liegt einfach an der Frequenz, worauf die Ar oder worauf das WLAN arbeitet, das 2,4 GHz, ist aber ein wenig in der Bandbreite schmaler als das 5 GHz. Also, wenn ihr zu Hause Riesenprobleme habt mit Reichweite und ihr habt hier auch dieses 5 GHz, versucht euch doch einfach mal durch das 5 GHz WLAN abzuschalten. Ja, wenn man nah an eurer Fritzbox dran ist, dann kann es schon sein, dass das 5 GHz natürlich deutlich bandbreitiger ist, ne, dass es schneller ist. Trotzdem, ihr verliert halt eben die Reichweite. Ansonsten, das sollten so eure Grundeinstellungen sein, auch mit maximaler 100% Sendeleistung, damit euer WLAN einfach am besten arbeitet. Dabei ist noch wichtig hinzuzufügen, hier oben unter Funknetz, scrollt man ganz runter, denn bei mir sind dort, glaube ich, einige Geräte drin.
Gibt es die Einstellung? Ihr seht, das ist hier mein WLAN-Name. Tu mal WLAN anmachen. Und da ist wichtig, dass hier der Punkt mit unterschiedlicher Benennung der Funknetze 2,4 auf 5 GHz nicht aktiviert ist. Das bringt euch den Vorteil, dass eure mobilen Endgeräte einfach da hin und her wechseln können. Wenn die merken, oh, das 5 GHz ist gerade schneller als das 2,4 GHz, dann wechseln die mal ganz gerne hin oder her. Kann auch ein paar unschöne Nebeneffekte haben, aber trotzdem grundsätzlich fürs Video ist richtig, schaltet diesen Punkt aus, dann heißt das WLAN gleich und eure Geräte können frei hin und her schalten. Entfernt ihr euch, geht euer Gerät hin und wählt das 2,4 GHz WLAN, geht ja wieder näher ran und benötigt die Bandbreite, schaltet es wieder um auf das 5 GHz Netz. Das sind zumindest die Einstellungen, die erstmal wichtig sind. So, zum Punkt von dem Funkkanal, was ja eigentlich das Wichtigste ist, deswegen schaut euch das einfach mal hier an. Wo ist euer Kanal? Eventuell kann man auch hier unten rechts, ihr seht das nicht jetzt gerade, da ist mein Bildchen vor, da gibt es einen Button, da steht Autokanal aktualisieren. Einfach mal draufklicken, dann guckt die Fritzbox nach einem nächsten freien Kanal und setzt den eventuell neu oder eben auch nicht. Jetzt haben wir natürlich die Einstellungen kontrolliert. Viel wichtiger noch, die Fritzbox sollte bei euch, sagen wir mal, ein wenig erhöht stehen auf einem Sideboard, vielleicht auf einem Schrank drauf. Fritzbox an sich selber gibt, glaube ich, sogar an, dass die Fritzbox hängen soll, also eine Wandmontage. Die soll einfach an der Wand sein oder am Schrank sein. Ich habe ja auch da die Erfahrung gemacht, es reicht auch, wenn die irgendwo oben drauf liegt, aber einfach um Gottes Willen nicht am Boden, da ist eigentlich eher schlecht. Ich sage immer, persönliche Körperhöhe ist ideal im Endeffekt und dann auch stehend oder liegend ist eigentlich egal, aber am besten so frei wie möglich. Und jetzt kommt es auch so frei wie möglich von anderen Kabeln. Da darf kein Kabelsalat drüber kleben, sollte nicht, denn Kabel haben Mantelwellenströme und so weiter und so fort. Die können sowas einfach stören. Das heißt, die Fritzbox am besten mit ihren 1, 2, 3 Kabeln, je nachdem, wie viel ihr dran habt, so frei wie möglich hinstellen, ohne groß Klimbim. Viel wichtiger noch, eure Fritzbox sollte nicht irgendwie neben irgendwelchen LED-Dreckslampen von Lidl, Rewe oder was weiß ich für einen Billiganbieter stehen. Die haben alle Störungen heutzutage. Diese LED-Lampen, das ist China-Scheiß. Nur deswegen kauft ihr die ja schließlich für 16 Euro bei Aldi, ne? Aber die haben größtenteils alle Störungen. Und gerade die ganzen LED-Birnen, die von diesen Billigsachen kommen, haben Störungen. Weg damit. Erstmal grundsätzlich gehört das verboten, diese LED-Scheiße. Ne, die Billig-LED-Scheiße. Gibt genug, die gut sind. Ne, liebe Grüße an die Bundesnetzagentur. Kann ich euch sagen, weg davon. So weit wie möglich weg. Am liebsten gar nicht. Wenn ihr so eine findet, die Störung macht, dann direkt einpacken, raus und Sperrmüll weg. Ganz wichtig. Ist eine Grundsatzfrage. Deswegen so frei wie möglich die Karre hinstellen, Körperhöhe ist mit der wichtigsten Tipp, den ich euch geben kann. Wirklich, absolut. Ansonsten ist es wichtig, vielleicht für die Fritzbox mal ein Update zu machen. Über, ich weiß gar nicht mehr, System, glaube ich, gibt es hier Update. Da macht das System alles automatisiert. Man kann hier klicken auf Neues Fritz OS suchen. Dann sucht die automatisch im Internet nach einer neuen Version. Denn Fritzbox bringt schon echt einige Updates, auch recht regelmäßig und erweitert oder macht halt eben die Features auf der Fritzbox doch ein bisschen fetter und das WLAN wird dadurch schneller. Also das sind so die Grundsatzsachen. Also ich wiederhole nochmal. Erstmal stellt die Fritzbox verdammte Scheiße etwas erhöht, am liebsten frei im Raum, auf einen Schrank, auf einen Sideboard oder sonst was. Ganz wichtig, das ist wirklich Punkt Nummer 1. Das Ding sollte so weit weg wie möglich von irgendwelchen Störungen sein, wichtigen dicken Stromkabeln oder sonst was, so weit wie möglich weg. Fernseher in der Nähe, schlecht. Mikrowelle in der Nähe, noch schlechter. Dicke Stromleitungen, ganz schlecht. Also so frei wie möglich hinstellen. Dann ansonsten stellt Autokanal ein, damit macht die Fritzbox alles richtig. Und ja, damit seid ihr absolut auf der sicheren Seite. Ich habe noch einen guten Tipp, ich schalte mal wieder um. Es gibt unter WLAN auch das Gäste-WLAN. Toll, funktioniert super, für Gäste kann man das prima einrichten. Machet aus, wenn du Reichweite und Signalstärke haben willst. Einfach dabei, weil das Gerät muss auf den eigenen WLAN-Antennen weiteres WLAN aktivieren, braucht dafür Power, muss auch da die ganzen Pakete annehmen und richtig rumrouten und. Das stört ganz normal euren eigenen WLAN-Zugang. Also macht euren Gastzugang aus. Ganz einfach. Korrekt. Ja, ansonsten als letzten Punkt war Update machen und ihr seid da auf der sicheren Seite.
Kommen wir jetzt mal zu dem mehr technischen Part. Technischer Part ist ganz einfach. Man muss sich hier mit diesen ganzen Autokanälen mal so ein bisschen tiefer beschäftigen. Warum ist das Ganze so? Oder mit den Kanälen, warum ist das so? Erstmal grundsätzlich, ich habe euch da mal die Wikipedia-Seite aufgerufen. Hier gibt es ganz tolle Tabellen mit Bandbreite, mit Kanalbandbreite, wie viel Megahertz und so weiter und so fort. Grundsätzlich erstmal, das gibt ja die zwei WLANs, 2,4 oder 5 GHz. Grundsätzlich erstmal, wer aus dem Funkbereich kommt und wer die Kurzwelle kennt, kennt einfach, die Kurzwelle hat eine höhere Reichweite als eure Handfunkgeräte, die auf einer höheren Frequenz liegen. Heißt also, je niedriger die Frequenz, desto mehr Reichweite könnt ihr erreichen. Deswegen jetzt erstmal hier grundsätzlich, 2,4 ist, glaube ich, deutlich geringer als 5 GHz, kommt also weiter. Ganz einfache Geschichte erstmal. Na, egal wie viel Milliwatt oder sonst was auf die Antennen gepustet werden, 2,4 ist deutlich niedriger als 5. Und glaub mir, im Funkbereich ist das ausschlaggebend, definitiv. Dann seht ihr hier noch mit der ganzen Bandbreite, da gibt es immer Limitierungen von, ab wann kann denn diese Bandbreite benutzt werden. Hier gibt es noch eine zweite Tabelle. Hier zum Beispiel 40 MHz Bandbreite. Ist zwar alles schön, aber auch hier steht, wenn keine konkurrierenden Netzwerke vorhanden sind. Ganz ehrlich, in den Ballungsgebieten heutzutage, außer man wohnt wirklich auf dem Bauernhof, mitten alleine, da gibt es nur einen WLAN, dann ja, dann gibt es da wahrscheinlich auch weniger Störquellen. Aber für uns in den Ballungsgebieten, Hauptstädte oder sonst was, ey, kaum möglich, da keine Überlappungen zu haben, selbst bei ganz großen Ballungsgebieten, selbst beim 5 GHz Netz schon extremst schwer. Deswegen, man muss sich das immer überlegen und genau gucken, wohin setze ich denn mein WLAN. Ne, es gibt zum Beispiel vielleicht einen super kleinen Geheimtipp. Man kann zum Beispiel sein WLAN hier auf Kanal 1 oder auf Kanal 13 setzen. Ne? Machen die meisten Geräte nicht, weil sie halt eben in diesem Kanal drin bleiben wollen. Und das ist dieses 2,41 bis 2,472. Heißt also auch, wenn ihr auf Kanal 13 beispielsweise geht, dann überlappt euer WLAN Kanal 11, Kanal 12, Kanal 13, 14, den es sozusagen nicht gibt, 15, den es sozusagen auch nicht gibt. Und da ist deutlich weniger los. Ihr seht jetzt zwar hier Kanal 11, bei mir ist sehr, sehr gefragt, da sind viele Geräte, also ganz schlechte Wahl, aber wenn man beispielsweise auf Kanal 13 geht, dann ist die ganze rechte Seite höchstwahrscheinlich komplett frei. Ne, komplett nicht, ich glaube irgendeinen gibt es hier auf 13, der hier läuft auf Kanal 13, aber trotzdem, da ist Ruhe, da gibt es einen Teilbereich, der einfach leer ist. Ansonsten trotzdem jetzt, wenn man sich das meine Oberfläche hier anschaut, ist Kanal 6, glaube ich, die beste Wahl. Da gibt es zwar ein leichtes Grundrauschen, aber nicht viel. Ansonsten wollte ich euch mal hier auf dem 5 GHz Netz einfach mal zeigen, ich nehme mal mein Handy und mach einfach mal einen Speedtest und dann solltet ihr in wenigen Sekunden da schon sehen, dass man da sehen kann, dass da wirklich was passiert. Dass da mein Handy auch wirklich ein bisschen Bambule macht und ihr seht schon, auf der rechten Seite, wo jetzt steht, da taucht jetzt so langsam auch schon so ein bisschen der Traffic auf, den ich mit meinem Handy hier generiere. Heißt aber auch wirklich, wenn ihr in Ballungsgebieten unterwegs seid, viele Handys, also Handys, die in WLANs drin hängen, ne, oder viele WLAN-Geräte, wie auch immer, es kann Action geben. Ihr müsst schauen, auf welchem Kanal seid ihr unterwegs, habt ihr da Platz, habt ihr da noch genug Bandbreite zur Verfügung, um diesen Kanal nicht komplett auszulasten. Ansonsten dieses ganze Gebimbam, man kann da weitere Antennen dran machen, ja, das geht, manche Geräte können das noch, die Fritzboxen von heute, die sind alle flach, haben keine Anschlussstecker mehr oder sonst was für irgendwelche Antennen und ganz ehrlich, ich persönlich, ihr seht es hier im Hintergrund, ich habe zwei von den Dingern und auch noch keine Ahnung wie viele, von der Reichweite her und von der Signalstärke ist oder sind die Fritzbox-Dinger echt gut. Kann man nichts sagen. Da gibt es natürlich immer noch andere Hausnummern, dann sehen sie aus wie Spinnen mit 20 WLANs, aber ansonsten fürs Zuhause top, kann ich euch nur empfehlen. In manchen Gebäuden, klar, braucht man Repeater, mit Meshing funktioniert hier auch sehr gut, aber top. So, nochmal zusammenfassend. Guckt auf euren Kanal. Im allerschlimmsten Fall, ihr braucht Reichweite, schaltet das 5 GHz WLAN ab. Ne? Gerade gesagt, euren Kanal ändern. Macht ein Update auf eure Maschine. Viel wichtiger noch, stellt das Gerät leicht erhöht oder oben auf dem Schrank, aber nicht auf dem Boden, irgendwo hin, wo es alleine rumdümpelt. Keine Kabel, keine Billigschrott-LED-Lampen von Aldi,
Finger weg davon, da nichts in der Nähe haben. Am liebsten auch nicht an der Stromsteckerleiste von eurem Fernseher, auch nicht. So weit wie möglich davon weg. Mantelwellen und Co., was da alles rumkreucht und fleucht, stört euch bis zum Erbrechen. Ansonsten, ich fasse das Ganze alles nochmal zusammen. Ich schreibe es auf meinen Blog in der Textform rein. Da kann man das alles nochmal nachlesen. Ansonsten war es ja hier alles auf der Sprachbarriere. Bis dahin, ich wünsche euch was, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Abo nicht vergessen, Daumen hoch und bleibt dabei oder gesund, wie auch immer. Heutzutage ja gesund mit Corona. Macht's gut, ciao.